Ich bin in Düsseldorf jetzt vorige Tage umgezogen. Wissen Sie, was der erste Brief war? GEZ. Die GEZ, die als erste neue Adresse von meiner Frau und mir als alle Freunde, Bekannte, Familie. Erster GEZ. Wissen Sie, was der erste Brief ist? Frau Fuchs weiß das als Steuerberaterin. Wissen Sie, was der, habe ich schon fast verraten, was der erste Brief ist, den ein neugeborener Mensch erhält? Bundesamt für Finanzen, Steueridentifikationsnummer. Ja, Sie lachen, es ist Deutschland. Ich habe jetzt neulich erfahren, bei Drei König habe ich das öffentlich auch mal gesagt, war mir gar nicht bekannt, wussten Sie, auf Sylt und auf den anderen Nordseeinseln darf man keine Sandburgen mehr bauen. Ist verboten. Strafbewehrt verboten, wegen der Stolpergefahr. Das ist Deutschland. Und auf der anderen Seite erfahren wir, dass ein Kerl 14 Identitäten haben kann, sich frei in unserem Land bewegen kann, im Visier der Sicherheitsbehörden darüber philosophieren kann, er wolle sich mit Kleinkriminalität Kriegswaffen beschaffen, sich dem IS erwiesenermaßen als Selbstmordattentäter andient und der dann am Ende auch noch diese Mordtaten begehen kann. In unserem Rechtsstaat stimmen die Prioritäten nicht mehr, meine Damen und Herren.